Hallo zusammen, der Herr sei mit euch. Wenn diese Steine erzählen könnten, was würden die dann wohl alles erzählen? 50 Jahre ist die Kirche alt hier, St. Marien in Schwelm. Und ich denke mal, viele von euch und von Ihnen haben so manches hier schon erlebt. Vielleicht auch in der Vorgängerkirche, St. Marien, die hier vorgestanden hat. Auch daran können sich einige noch von euch von Ihnen erinnern. Wenn ich mir diese Kirche anschaue und gerade so diese Machart der Steine, dann muss ich immer an einen Vers aus der Heiligen Schrift denken. Den möchte ich euch einmal vorlesen. Im 1. Petrusbrief heißt es: Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. Lasst euch zu einem geistigen Haus aufbauen. Unsere Kirche hier, und wie übrigens alle Kirchen, haben natürlich so ihre Kanten und ihre Macken, das ist halt so, haben ihre schönen Seiten und auch ihre Seiten, die vielleicht nicht ganz so schön sind. Manches davon, von unserem alltäglichen Leben, kommt hier vor. Hier haben wir was von den Kommunionkindern, der Deckel vom Taufstein, der hier abgestellt wird. Das ist mal so ein bisschen auch Leben und ist mal hier und mal woanders, wie das Leben eben auch ist. Wenn ich heutzutage im Urlaub einen Besuch mache und mir eine Kirche angucke, dann gibt es, früher gab es nur zwei Sachen, die mich interessiert haben. Einmal, habe ich einen Ort, kann ich hier gut beten? Ist das ein Ort, wo ich zur Ruhe kommen kann? Und dann natürlich auch so künstlerisch, wie haben die Kirche gestaltet? Was gibt es Besonderes? Heute muss ich gestehen, gucke ich immer auch, boah, da ist eine Stelle, was kostet das, das zu reparieren? Ja, so ist das, so verändert sich der Blick auf Kirche und auf das Gebäude. Als geistliches Haus fand ich das so interessant zu wissen, dass Gott mich zu einem bestimmten Stein, einen von diesen Steinen gebrauchen kann. Vielleicht so einen, vielleicht einen anderen. Unscheinbar oder vielleicht auch etwas hervorragend oder hervorstechend. Das ist sehr unterschiedlich. Das fand ich ein unheimlich schönes und tolles Bild. Für mich als Christ zu wissen, du bist wichtig. Dich brauchen wir. Du gehörst dazu. Heute würde ich sagen, für manchen ist dieses Bild vielleicht auch ein bisschen zu statisch. Zu wissen, ja, ich bin da so eingemauert, ich kann mich nicht bewegen, ja, ich bin so eingeplant. Das ist natürlich damit nicht gemeint, sondern eben, du bist ein wichtiger Teil dieses Hauses, dessen Schlussstein natürlich Jesus Christus ist, von diesem geistlichen Haus. Bei unserer Kirche hier in St. Marien haben wir gar keinen Schlussstein, da ist ein Deckel oben drauf, da hat man das so nicht gemacht. Aber eben dieses eingemauerte Sein, das wird ja auch manchmal durchbrochen. Manchmal gibt es eine Tür, wo man einmal raus kann und auch rein kann. Manchmal gibt es auch Räume und Ecken, die man noch gar nicht kennt, die man noch entdecken kann. Ja, so an der Sakristei hier zum Beispiel, vielleicht ist das so ein Raum, wo ich einfach nochmal entdecken kann. Und im Glauben ist es genauso. Es gibt immer noch mal einen Raum, eine Ecke, die ich noch nicht betreten habe, wie so ein tolles Museum, wo man denkt, ja Mensch, da war ich noch nie in diesem Raum. Oder wie ein toller Wald, ja, in eine Ecke, die ich mich noch nie getraut habe, das mal zu entdecken, ja, und auch so eine Kirche für sich zu entdecken. Was gibt es hier noch alles? Und was für dieses Gebäude, für einen Raum, für einen Wald, für ein Museum gilt, das gilt eben auch im Glauben, wie ich meine, entdeckt das, was es noch alles so gibt. Es gibt so vieles. Ich habe gerade schon gesagt, es gibt noch einen wichtigen Vers, der dazugehört, der steht davor, nämlich zu Jesus Christus selbst. Denn ihr habt erfahren, wie gütig der Herr ist. Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein. Ja, und das ist, glaube ich, so die Einladung, die ich an mich immer höre, immer wieder zu ihm zu kommen. Nicht einfach nur irgendeine Aufgabe zu erfüllen, an einer Ecke stehen zu bleiben, sondern zu ihm zu kommen und zu schauen, wo ist denn mein Teil? Jetzt sind wir hier in der Werktagskapelle angekommen. Das Gitter ist zu, aber das kann man ja auch aufmachen, um was Neues zu entdecken. Auf der anderen Seite haben wir natürlich offen und dann in der Woche lieber machen wir es in der Regel zu. Und eben diese Steine, und das ist natürlich nur eins in der Kirche. Wir haben ja immer auch eine Sache, die so ein bisschen unberechenbar ist. Das Licht, das Jesus Christus uns geschenkt hat, Gott, der an unserer Seite ist. Und deswegen finde ich es so schön, dass wir hier dieses wunderschöne große Fenster am Schluss haben hier in St. Marien. Etwas, was sich auch lohnt, nochmal ganz anders zu entdecken.
Und ich glaube auch, dass diese Helle, dieses Lichte, dieses Freundliche, diese Farben, dass das auch ein Beispiel ist dafür, für unsere Kirche, wie sie ist. Freundlich und hell und Licht und nicht eingemauert, sondern dieses Helle, das finde ich ja schön. In diesem Sinne, zusammen sind wir mehr, ihr lieben lebendigen Steine von unserer Pfarrei und darüber hinaus.